Ja, also vor allem ist der Sieg ganz wichtig, ne? War ein wichtiges Spiel für uns. Im Prinzip wissen wir, dass wir heute einen Riesenschritt gehen konnten in Richtung Aufstieg. Und per se können wir uns eigentlich nur noch selbst stoppen, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das Spiel hatte Höhen und Tiefen, wie das Wetter heute. Mal war wirklich richtig gute Ansätze dabei. Teilweise haben wir Gegner reinkommen lassen, aber unterm Strich haben wir sicher gestanden, haben die Null gehalten und insofern gelungener Vormittag, sagen wir mal so. Wir haben auf jeden Fall von Anfang an ganz gut gespielt, denke ich. Wir sind ganz gut reingekommen, haben den Gegner dominiert, haben heute die Standards ganz gut ausgenutzt. Also das erste Tor war ganz stark und haben auch danach direkt, als wir aus der Halbzeit rauskamen, direkt auch die andere Chance genutzt und hatten den Gegner, denke ich, ganz gut im Griff. Ja, wie gesagt, wir hatten Höhen und Tiefen, also ohne wirklich aber auch dem Gegner eine Chance zu geben, richtig reinzukommen. Also im Prinzip hatten sie keine wirkliche Torchance, das muss man ganz klar sagen. Wir haben vorne ein paar gute Angriffe gehabt, ein paar gute Ansätze, haben letztendlich dann auch die Tore gemacht und wie gesagt, hinten haben wir gut gestanden, ne? Das ist das A und O. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir auf jeden Fall heute gut angelaufen sind, haben den Gegner unter Druck gestellt und haben auch gut über die Außen gespielt. Es ist die Kompaktheit, ne? Es ist ganz wichtig, dass wir hinten sicher stehen, dass wir die Null halten. Das haben wir heute gemacht. Und nach vorne werden wir immer unsere Chancen kriegen und auch immer unsere Tore schießen, weil dafür haben wir auch extrem viel Qualität in der Mannschaft. Und insofern haben wir es wirklich, das war spielentscheidend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.